Willkommen zurück bei XCOM 2, wohlgemerkt. Immer noch in dem Tutorial-Bereich. Wir wurden gerade zur Forschung gerufen, nachdem ich die Folge beendet habe, nochmal zur Waffenkammer. Aber ich kann mich nicht zweitern, wir gehen erstmal zur Forschung. Der Rest ist eher ausgegraut. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Commander, auf Ihren Befehl werde ich den Advent-Chip nach möglichen Erkenntnissen bezüglich seiner Funktion erforschen. So, das ist nämlich einer der Gründe, warum ich das gerne nachher neu starten würde. Jetzt haben wir momentan nur die Alien-Biotechnologie. Was natürlich nicht schlecht ist, aber vielleicht wären Modularwaffen doch erstmal nicht schlecht. So für den Anfang, also bessere Waffensysteme oder scheinbar bessere Rüstung. Aber wir erforschen jetzt erstmal die Alien-Biotechnologie, weil was anderes lässt das Spiel momentan nicht machen. Und ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, die man nachher, wenn man das Tutorial deaktiviert ist, die man dann doch eher hat. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Diese Forschung wird Teigen eine Weile beschäftigen. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Ja, das ist übrigens Commander unser... Später. Das ist übrigens hier unser Schiff, könnte man sagen. Soweit ich weiß, ist das ein gekapertes Alien-Schiff, welches, wie man sieht, sieht nicht unbedingt gerade wie normale Technologie aus, was wir hier drin haben. Noch nicht gerade unbedingt alles aufgeräumt, also das Schiff wurde scheinbar nicht kampflos abgegeben. Wobei, es könnte auch ein menschliches Schiff sein, das weiß ich gar nicht. Gut, das sieht eher so ein bisschen fremdartig aus, aber so ein paar Sachen... Ja, mal gucken, was die Story dazu sagt, aber es ist auf alle Fälle nicht eine stationäre Basis, wie man sieht, die hat Beine. Auch nicht schlecht. Und wir sollen jetzt in die Waffenkammer. Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Sie hat ausreichend Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. Genau. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihr da den Hintern gerettet habe oder ob sie das generell überlebt hätte. Ich glaube, sie hätte schon überlebt. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Schönes Schwert. Ja. Neue Fähigkeit, Schwerthieb greift beliebige Gegner innerhalb von deiner Bewegungsreichweite mit einem Schwert an. Das war ein guter Start. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrung sie sammeln. Commander, auf die Brücke. Ja, Aufrüst ist auch alles wie gehabt. Ich habe Sie gehört, Shan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren Sie es zuerst. Nicht autorisierte Präsenz entdeckt. Commander! Einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung! Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybridmagnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler heil hierher schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten.
Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Geben Sie einfach den Befehl. Ja. Habe ich eine andere Wahl? Ja, wir haben hier unsere Leute, unter anderem hier die Kelly, die wir gerade schon hatten. Wir können die mal bearbeiten. Oder halt auch nicht, weil ich weiß noch aus dem anderen Teil, dass die Schrumpfen nicht ganz so toll sind. Aber ich kann sie hier nicht wechseln, also, ja. Wir haben keine andere Wahl, wir starten den Einsatz. Viel Glück, Leute. Bringt was Schönes mit. Ein paar Alienköpfe oder so. Bitte eingepackt. Die Kommunikation zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. So, und jetzt kommt auch immer der Punkt, wo ich mal so ein bisschen darauf achten muss, weil ich habe schon festgestellt bei einem Video, was ich gesehen hatte, dass das Ganze mit dem Laden und so mittlerweile ordentlich an Ressourcen schluckt. Das heißt, es kann sogar sein, dass jetzt hier das Ganze gleich abschmiert. Oder halb abschmiert, was dann natürlich sehr bedauerlich wäre. Ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Wie damals Bombenentschärfung. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Nähere mich der Zielposition. Okay, ich kann jetzt scheinbar auch endlich mal selber laufen. Ist das jetzt hier die mit dem Schwert oder eine mit Sturmgewehr? Weil mit Sturmgewehr ist das ein bisschen was anderes. Da würde ich gerne Feuerschutz. Bin dabei. Wenn da irgendwas kommt. Achso, nee, die Kollegin mit dem Schwert ist hier vorne. Da setzt mir noch eine hin. Bestätigt. Aber die sich da hinten irgendwie bewegen sollten, kann man tatsächlich einfach hier drauf schießen und fertig. Denke mal, die bewege ich ein bisschen schneller. Und die Kollegin, ja, die kommt hier neben. Position bestätigt. So, da hinten hat sich gar nicht viel getan, was durchaus nicht schlecht ist. Besser als unerwarteterweise sofort entdeckt zu werden. Nähere mich der Zielposition. Wir gehen mal hier hin. Und wieder Feuerschuss. Oh, ich kann da sogar rein in den Laster. Roger. Hallo? Scheiße. Ja gut, da ich mich da hier vertan habe und einfach die Tür anklicken kann, was ich ein bisschen umständlich finde, dass das nicht geht, muss ich das halt so machen. Also da vorne sind irgendwo die Aliens. Ich hoffe mal, dass sie das nicht sehen können, wenn ich mich hier verstecke, was würde dann auch angezeigt werden. Bestätigt. Überwachung läuft. Das mit der Tür hat, glaube ich, gar nichts gebracht, wie es aussieht. Ach, da hinten ist das Teil erst. Ach Gott, ey. Jawohl. Geh mal ein bisschen schneller. Sie ist eben mit dem Schwert unterwegs, von daher ist das Ganze in Ordnung, wenn sie ein bisschen schneller unterwegs ist, weil sie wahrscheinlich eh näher ran müssen als alle anderen. So, jetzt würde ich gerne erstmal sie bewegen, dass sie dann hier mal
Feuerschuss gibt. Und ab geht's. Und sie geht mal ein bisschen näher ran. Okay, ich kann währenddessen auch nicht hier irgendwo in den... Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Ja, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Nämlich mit Hinterhalt, aber jetzt mit Feuerschutz Hinterhalt vorbereiten. Und ja, das werden wir auch weiterhin machen. Sofern möglich, ich denke mal, Spurte los. Die Kollegin kann hier noch vorrücken. Und Roger. Sie kann hier hin. Das Ziel ist hier. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. So, ich gehe mal hier nicht auf Feuerschutz, weil wenn sie Feuerschutz hat mit ihrer Schrotflinte, das bringt gar nichts. Okay, auf die Entfernung vielleicht schon. Auf die Entfernung mit Sicherheit. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Also ich denke, wenn sie hier oben hingeht, hat sie zumindest eine gute Möglichkeit, einen zu erschießen. Den zweiten können wir sich damit ein Schwert holen. Wobei hier hinten halt auch noch irgendwo Leute sind. Ich glaube, wir sind aber weit genug entfernt, dass sie hier nicht hinkommen können. Da würde ich aber gerne erstmal sie nehmen. Ja, da können wir mit ihr nachher hier hingehen und versuchen hier einen Feuerschutz zu geben. Ich denke mal, wir fangen da mal an mit richtig, ja, dass wir hier loslegen. Sie können uns sehen. Ja, wir sind dann aufgedeckt. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Okay, die können sich jetzt doch bewegen. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen anders geworden. Okay, wir hätten hier vielleicht doch auf Feuerschutz gehen können. Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir feuern unsere Waffe ab, und zwar auf dem Kollegen mit 56%. Das ist hoffentlich aus... Nein, es ist natürlich nicht ausreichend. Es ist echt, komm. 56% Trefferchance reicht nicht. Okay, die interessiert mich gerade eher weniger, die Kollegin da. Sie aber schon. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Können wir den hier sauber flankieren? Waffe ab, Feuer, 76%. Und bam. Ziel verfehlt. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben jetzt gleich schon wieder die erste Tote hier, weil, ja. Begebe mich zu dieser Position. Weil die Kollege mit der Brille, die sie vielleicht nochmal checken lassen sollte, wegen der Stärke und so, bei 76% einen Typen, den sie flankiert hat, immer noch nicht abschießen kann. Aber sie kann das. Sie steht hier neben dem Feuer. Hat einen Typen, der irgendwie hinter der Deckung steht. Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Also hier ist gerade irgendwie ein Live-Ding richtig reingekriegt. Ja, ich meine, ich könnte jetzt hier reingehen und versuchen, den Typen zu messern. Schwerthieb auf den. Ja, guck mal, wo ich denn da stehe. Abbruch. Wir können hier hingehen und machen dann ein Schwerthieb mit 88%. Weh, du schlägst daneben.
Das ist nicht ganz so schlimm wie daneben. Okay, haut ab. Mama, die haben mich geschlagen. Mit einem fucking Schwert. Ich werde gleich geröstet. Oh, ernsthaft? Oh. Wie ist das zum Teufel, dass das da angefangen ist zu brennen? Also, was machen wir jetzt am besten? Sie hat hier ihre tolle Schrotflinte, die nichts taugt. Da wette ich drauf, da will ich auch gar nicht mit probieren zu schießen. Befehl bestätigt. Sie geht mal näher ran, wir gucken, ob wir was treffen können. Können wir 46 und nochmal 46. Ich denke mal, Feuerschuss ist da vielleicht die beste Variante. So, sie muss da weg. Ihr wird dann nämlich langsam ein bisschen warm. Sie kann mal hierhin laufen. So, hier sind auch keine Gegner mehr. Das heißt, wir können hier mal... Ja. Wo gehen wir mit dir hin? Ich denke mal, hier auf den Wagen ist die beste Option. Von nur ein bisschen näher ranzukommen. Es war ein bisschen dumm, sie so weit außen zu haben. So, bei ihr ist jetzt die Frage, was macht man da taktischerweise? Ich könnte versuchen, sehr nah ranzugehen. Ich könnte hier hingehen. Das gilt als volle Deckung. Damit wäre sie auch vor den beiden recht gut geschützt. Normalerweise tendiere ich aber nicht dazu, das Ganze so aggressiv zu spielen. Allerdings... Begebe mich zur Zielposition. Vielleicht die einzige Option, wie sie mit der Schrotflinte einen erwischen kann. Wir sind jetzt 62, 34. Wir probieren mal den. Feuern die Waffe ab und gucken mal. Wow. Doch gar nicht mal so schlecht. Erledigt. So, das ist zumindest schon mal einer weniger. Der Typ da vorne gibt auch bald aus den Latschen, hoffentlich. Markiert. Ja. Und uns jetzt das Bein pinkeln. Oh. Hätte jetzt hier warte, dass er es kann. Und da kommt der Reflexschuss. Ah, sehr schön. Feind eliminiert. Ja, Beförderung verdient. Commander, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Ich weiß nicht, was das mit diesem Markieren bedeutet, aber es gefällt mir schon mal nicht. Mal gucken, wer ist denn jetzt hier am ehesten dran? Also sie ist schon ziemlich nah dran, deswegen geht sie mal hier hin. Wir versuchen mal unser Glück, den da zu treffen und hoffen, dass sie nicht auf den Wandler daneben schießt. Feuer frei. Ich habe schon einiges befürchtet gerade. Hoher Munitionsverbrauch. Ja, immerhin trifft ihr hin und wieder mal was. Das ist schon mehr, als ich beim anderen Teil gewohnt bin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Was ich auch cool finde, ist, dass sie hier das ein bisschen eindeutiger gemacht haben, wie viel Munition noch überbleibt. So, du gibst jetzt mal Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Und... Du auch. So, hier, Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Und du kannst... Begebe mich dahin gehen. Also es steht auch nicht, dass wir alle feindlichen Ziele neutralisiert haben, aber... Ja. Nachladen brauchst du noch nicht, deswegen gibt es auch Feuerschutz. Feuerschutz. Ach, du hast doch noch einen Schuss über.
Okay, würde ich mal sagen, du gehst da mal dorthin, da momentan nicht allzu viel Feuerschutz geben müssen, bis wir da momentan nicht viel Probleme hier haben, akute meine ich. Kannst du mal Feuerschutz geben, ja. Und du gehst mal hier hin. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Oh, sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Kill it with fire, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Kollegin kann jetzt nicht hier stehen bleiben und das Teil einfach mal entschärfen. Das heißt, wir werden jetzt mal bestätigt dahin gehen. So, machen wir jetzt dazu, wir haben momentan keine akuten Probleme hier. Also, ziehe los. Du gehst dahin. 26%, das kann man auch gleich lassen. Und warten, dass er aus der Deckung kommt. Und du gehst mal hier hin. Hoffen wir mal, dass, ja. Dass was bringt, dass wir jetzt die Leute ein bisschen eher beieinander haben. Und Reflexschuss auf das hässliche Vieh. Also, das wäre jetzt alles am Baum abgeprallt, aber gut. What the f. Oh. Oh, shit. Bin getroffen. Kann nicht denken. Commander, der Wandler steht kurz vor dem Zusammenbruch. Er wird explodieren. Okay. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Glück gehabt. So, wo ist dieser Zieh-Idiot? Ich kann nur auf den da schießen. Machen wir mal. Schaden ja, aber. Die Munition wird knapp. Ach, ich kann den von hier aus hacken. Das sah nämlich nicht aus, ob wir ein Feld hatten. Hier oben sind die Stelle bei unten nicht, aber okay. Ein Blick ist es wert. Schlussendlich, ich glaube, dass das nicht sehr erfolgreich wird hier. Achso, wir können jetzt hier, Scans einer Avenger ist 4 Wochen lang um 5%. Machen wir mal das. Ja, wir haben den entschärft. Habe Zugriff gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Ja. Hoffen wir mal, dass das auch so läuft und die nicht uns ausschalten. Wo ist dieser Zivi-Dingrich da? Der Sektri, der ehemalige. So, Waffe abfeuern. Was hoffen wir mal dazu? Ziel verfehlt. Und ich glaube, jetzt werden wir das sehen, was passiert, wenn das Spiel einem in den Hintern tritt. Ist unsere Soldatin gerade gestorben? Ach nee, sie ist, dass sie uns an. Oh shit. Ausgeschaltet hast du jetzt. Wir brauchen eine Notfall-Evakuierung! Jetzt! Spiel? Uhu. Ach da. Ja, bitte erschieß den. Also ich muss den erledigen, dass wir
Was ist das jetzt? Was? Der kann mehrere? Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Okay, sie ist wirklich gestorben? Scheiße. Schwerer Beschuss in dieser Zone! Also wir müssen dieses Vieh ausschalten, das wird sonst, ja. Ich bin hier festgenagelt! Ich bin hier drin! Ja, einer ist in Panik. Einer ist, glaube ich, tot und reanimiert. Der andere unter Gedankenkontrolle vom Feind. Hilfe? Ich glaube, ich nehme nachher doch nicht den Schwierigkeitsgrad. Das ist mir ein bisschen zu krass. Und ich habe keine Ahnung, was für eine Deckung ich jetzt hier noch gehen kann. Also ich muss den ausschalten, das ist klar. Und wenn ich jetzt einfach hier eine Granate werfe, wo ist der zweite Typ? Kann ich beide auf einmal? Ja, sehe ich lieber, dass ich den ganz treffe. Ernsthaft, er hat das überlebt. Einfach mal sagen, das ist unser Ende. Die wird jetzt hier mit einem Schwert. Was? Wow. Ja, und die lebt auch nicht mehr lange. Scheiße. Wow. Ja, der wird jetzt flankiert. Scheibekleister. Avenger, alle X-Com-Agenten sind tot oder werden vermisst. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Ja. Und so schnell verliert man den Einsatz. Heilige Scheiße. Ja, ich muss auch erstmal wieder ein bisschen warm werden. Und ich glaube mal, damit fangen wir auch dann gleich das nächste Ding an. Und zwar auf dem niedrigeren Schwierigkeitsgrad, das eigentliche Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und holy shit. Wow.